Einen schönen Nachmittag von meiner Seite. Ich darf im Rahmen von Bemar Winder heute durchs Programm führen. Retreat, eine Serie alle 14 Tage, die Ihnen, wie wir sehen, geläufig ist und auch gerne genützt wird. Wir haben heute jetzt Stand 49 Teilnehmer. Unser heutiges Thema ist ein Supportivthema, und zwar supportive Therapie in der Onkologie. Oder allgemein supportive Therapie und im Anschluss dann die Ernährung und Krebs. Beides Themen, die uns regelmäßig, insbesondere in Patientengesprächen, begegnen. Der Wissensstand ist sicher sehr unterschiedlich, aber wir wissen alle, wie viel Energie und Interesse die Patienten in dieses Thema hineinlegen. Und ich glaube, es ist wichtig, dass wir uns auch in supportiven und alternativen Verfahren sattelfest machen, dass wir also dort unsere Expertise entsprechend ausbauen. Und es freut mich, heute zwei Referenten begrüßen zu dürfen. Einerseits Robert Gasser von unserer Abteilung, der über die Supportivmedizin sprechen wird. Und im Anschluss daran die Fabienne Jochum, die aus dem Ernährungsberatungsteam ist, von LKH Feldkirch und über die Ernährung von Krebspatienten spricht. Wie wir alle wissen, sind Fortbildungen nur möglich, wenn sie auch entsprechend unterstützt werden. Und in diesem Sinne darf ich mich für die Unterstützung der Firma Sandoz recht herzlich bedanken und kann als nächsten Punkt die beiden Referenten bitten, als erstes den Boaz Gasser mit seinem Vortrag. Bitte, Klaus. Danke, lieber Bernd. Ja, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich darf heute zum Thema supportive Therapie in der Onkologie ein Kurzreferat halten. Die supportive Therapie, die Definition der supportiven Therapie, es handelt sich hierbei um unterstützende Verfahren, die nicht primär der Heilung einer Erkrankung dienen, sondern den Heilungsprozess durch zusätzliche Behandlungen beschleunigen oder aber auch Symptome und Nebenwirkungen abschwächen sollen. Die supportive Therapie umfasst recht viele Teilbereiche. Wir reden hier über die antiemetische Therapie, über die Therapie der Anämie, der Thrombopenie, aber auch der febrilen Neutropenie. Themen sind Anorexie und Kachexie. Hier wird, denke ich, auch meine Nachrednerin noch einiges dazu sagen. Es geht um Schmerztherapie, um die Behandlung der Neuropathie, der Organtoxizität und vieles mehr. Wenn wir allein diese Themen oder Teilbereiche uns anschauen, so würde das Besprechen sozusagen von diesen Themen diesen Rahmen sprengen. Daher ist es mir sehr gelegen gekommen, dass wir im April diesen Jahres eine Patientenbefragung durchgeführt haben. Hier wurden rund 200 Patienten an unserer Abteilung befragt, über Symptome, über verschiedene Einstellungen der Patienten, über Wünsche der Patienten. Hier kann berichtet werden, dass von diesen rund 200 Patienten gute Hälfte in einem palliativen Setting bei uns in Behandlung sind. Bei 39% wurde das Setting als kurativ, sprich neoadjuvant, adjuvant oder in der Tumornachsorge eingeschätzt. Bei 8%, fragen Sie mich bitte nicht warum, wurden keine Angaben gemacht. Nun, das Interessante war, dass die Patienten in der Abfrage von verschiedenen Symptomen Folgendes uns mitgeteilt haben. Und hier waren Mehrfachnennungen möglich. Und das häufigste Symptom, beziehungsweise die häufigsten Beschwerden, war die sogenannte Fatigue. Fatigue wurde natürlich für die Patienten entsprechend definiert und nicht als Fatigue als solches ausgegeben. Aber über die Hälfte der Patienten berichten über Fatigue-Symptomatik. Es sind hier einige Symptome, Beschwerden aufgelistet, die natürlich in die Fatigue hineinspielen. Schlafstörung kann Fatigue verstärken, auch Angst, Depression, Konzentrationsstörungen können Fatigue verstärken. An dritter Stelle werden erst die Schmerzen genannt und die Übelkeit, wie vorher erwähnt, wird nur in rund 12% der Patienten als belastendes Symptom genannt.
Die Befragung gleichzeitig der behandelnden Ärzte zeigte wiederum ein interessantes Bild, und auch hier wurde die Angabe des Leitsymptoms abgefragt, und hier wurde in knapp 30% ebenso wie der Fatigue als Leitsymptom im Sinne von Abgeschlagenheit, Leistungsminderung, vermehrter Müdigkeit und so weiter als Haupt- oder als Leitsymptom genannt. Hier an zweiter Stelle die Schmerzen, beziehungsweise an zweiter Stelle Patienten, die keinerlei dieser Beschwerden äußerten. Und diese Befragung hat mich dann im Zuge der Vorbereitung des Vortrags dazu geführt, dass ich gedacht habe, ich schaue mir mal die Fatigue an. Wie ist die Fatigue definiert? Wie häufig tritt sie auf und was kann hier speziell getan werden? Die Fatigue ist definiert als eine krankhafte Erschöpfung, als eine krankhafte Müdigkeit, die sich nicht durch normale Erholungsmechanismen beheben oder durch Schlaf effektiv regenerieren lässt. Es gibt eine unzählige Anzahl an Publikationen zu Fatigue, und in diesen Publikationen wird die Häufigkeit bei Tumorpatienten von 25 bis 99% beziffert. Sprich, es gibt Publikationen, wo quasi jeder Tumorpatient auch an Fatigue leiden soll. Die Fatigue-Symptomatik kann in allen Phasen der Erkrankung auftreten, egal ob bereits zur Diagnosestellung, parallel zur Therapie, aber auch nach Therapie kann Fatigue auftreten. Was in diesen Publikationen ebenso erwähnt wird, ist, dass Patienten sich oft unzureichend betreut fühlen hinsichtlich der Fatigue-Symptomatik. Hier berichten die Patienten, dass sie nicht gehört werden. Nun, was sagt die S3-Leitlinie zu den Differentialdiagnosen zu einer tumorbedingten Fatigue? Bei Patienten mit einer nicht heilbaren Krebserkrankung und Fatigue soll differenzialdiagnostisch überprüft werden, ob die Symptomatik durch behandelbare Ursachen verursacht wird. Wir sehen bereits hier die Schwierigkeit, dass Fatigue als alleiniges Symptom schwierig zu behandeln ist. Hier sollen Differentialdiagnosen abgeklärt und, wenn behandelbar, behandelt werden. Hier zählen beispielsweise die Depression dazu, Medikamentennebenwirkungen, aber auch die Anämie. Das heißt, es soll im Work-up sozusagen von der Fatigue eine Anämieabklärung erfolgen. Es sollen die Elektrolyte kontrolliert werden und gegebenenfalls ausgeglichen werden. Es soll auf eine organische Dysfunktion untersucht werden, wie eine Nieren- oder Leberinsuffizienz. Es soll die Hypothyreose ausgeschlossen werden. Es sollen Infekte ausgeschlossen werden. Es soll ein Hormonstatus erfolgen und ein Vitaminmangel ausgeschlossen bzw. behoben werden. Die Fatigue als solches kann durch verschiedenste Symptome bedingt werden. Sie können aber sich auch wechselseitig bedingen. So wissen wir, dass Übelkeit zu Fatigue führen kann, aber auch Fatigue Übelkeit machen kann. Dasselbe gilt für die Schmerzen, dasselbe gilt für die psychische Belastung wie Angst, emotionaler Stress, Depression, Inaktivität, aber auch Schlafstörung. Diese Symptome bedingen sich gegenseitig. Ausgelöst werden kann Fatigue beispielsweise durch die Chemotherapie, Bestrahlung, Immuntherapie, aber auch durch Hormonstörungen, durch eine Blutarmut, durch Infekte, durch Medikamente und so weiter. Welche Therapieoptionen stehen uns zur Verfügung? Und hier, wie bereits erwähnt, ist in erster Linie die Patientenaufklärung ganz, ganz wichtig. Es ist der Patient ernst zu nehmen. Es ist der Patient über das auftretende Fatigue-Syndrom zu informieren, dass dies auch als Symptom der Erkrankung gewertet werden kann. Wo es recht viele Daten gibt, ist ein Ausdauer- oder Krafttraining, ist eine Bewegungstherapie. Hier spielen Rehabilitationsmaßnahmen, insbesondere in der Nachsorge, eine ganz wichtige Rolle. Hier kann positiv Einfluss genommen werden auf die Fatigue. Es sollen, wie bereits erwähnt, Anämie behandelt werden, Schmerztherapie gemacht werden. Es sollen die Medikamente entsprechend abgecheckt werden, ob es hier auslösende Faktoren für eine Fatigue-Symptomatik gibt. Wichtig ist eine Schlafregulation.
eine Regulation des Tag-Nacht-Rhythmus, eine geordnete Tagesstruktur. Der Patient soll sich an eine Tagesstruktur, an Rituale halten. Wichtig ist auch eine ausgewogene Ernährung. Ich denke, wir werden nachfolgend vielleicht noch etwas hören, was verstehen wir unter ausgewogener Ernährung. Es können aber auch Therapieversuche, dies wird in einzelnen Publikationen erwähnt, Therapieversuche mit Psychostimulantien erfolgen, wie beispielsweise Methylphenidat oder Modafinil. Diese sind aber bei uns im Off-Label-Use, das heißt nicht zugelassen. Diese Medikamente finden Anwendung beim ADHS-Syndrom. Was, denke ich, bei uns recht üblich ist, ist ein Versuch mit Cortison, mit Corticosteroiden zu arbeiten, um hier eine Verbesserung der Symptomatik zu erzielen. Hier ist aber auch zu erwähnen, dass Cortison möglichst kurzzeitig und in möglichst geringer Dosis angewendet werden soll. Wichtig auch ganz klar eine entsprechende psycho-onkologische Betreuung, die das Ansprechen auch von Ängsten, dies kann dem Patienten eine entsprechende Unterstützung geben. Nun, wenn wir uns nochmal auf dieses Slide konzentrieren, so habe ich jetzt auch für die Anwendung in der supportiven Therapie oder in der Darreichung sozusagen von auch Therapiemöglichkeiten zwei Symptome herausgegriffen. Einerseits die Anämie, die tumorbedingte Anämie und in weiterer Folge auch die Infekte, insbesondere die febrile Neutropenie. Die Anämie ist bei onkologischen Patienten generell sehr hoch. Die Inzidenz ist sehr hoch, die Prävalenz ist sehr hoch. Sie korreliert oft mit einem schlechten Performance-Status, mit einem schlechteren Outcome der Therapien. Sie reduziert Lebensqualität, sie reduziert die Leistungsfähigkeit, sie bedingt Fatigue. Es ist eine diagnostische Abklärung zwingend erforderlich. Es gibt für die entsprechenden oder unterschiedlichen Anämieformen suffiziente Behandlungsmethoden, die angewendet werden sollen. Und die Anämieabklärung wie auch die Behandlung soll frühzeitig in ein Behandlungskonzept aufgenommen werden. Welche Ursachen für Anämie bei onkologischen Patienten können wir unterscheiden? Hier ganz allgemein gehalten, einerseits eine verminderte Erythropoese. Diese kann bedingt sein durch eine Myelosuppression, bedingt durch die Chemotherapie. Es kann aber auch ursächlich ein Substratmangel vorliegend sein, wie beispielsweise ein Eisenmangel, ein Vitamin-B12-Mangel oder Folsäuremangel. Es kann aber auch eine Organinsuffizienz, eine Leber- oder Nierenerkrankung ursächlich sein. Nierenerkrankungen hergehen mit unter Umständen verminderter Erythropoietin-Synthese. Und oft sind die Anämien bei onkologischen Patienten multifaktoriell. Weitere Ursache sind Blutverlust, akut oder chronisch. Entsprechend wird sich der Patient gut oder schlecht an den Blutverlust adaptieren. Und auch zu erwähnen die Hämolyse. Auch hier die intraerythrozytäre gegenüber der extraerythrozytären Hämolyse wie mechanische oder Autoimmunhämolyse zu unterscheiden. Die Eisenmangelanämie, hier kann man unterscheiden zwischen einer absoluten Eisenmangelanämie mit einer absoluten Depletion des Eisenspeichers, bedingt vor allem auch durch Blutungen, durch Tumorblutungen. Es kann aber auch bedingt sein durch eine gestörte Resorption. Die Malnutrition spielt oft in diesem Setting eine untergeordnete Rolle. Davon zu unterscheiden ist der funktionelle Eisenmangel. Hierbei handelt es sich um eine reduzierte Verfügbarkeit des Eisens bei jedoch gefüllten Speichern. Dies ist oft bedingt durch proinflammatorische Zytokine, durch die Hochregulation von Hepzidin. Hepzidin ist in der Regulation der Aufnahme, aber auch der Verfügbarkeit von Eisen ganz zentral. Wir wissen alle, dass eine Tumorerkrankung meistens oder eigentlich immer eine inflammatorische Erkrankung darstellt und hier durchaus der funktionelle Eisenmangel
sprich gefüllte Eisenspeicher, aber trotzdem sozusagen der Eisenmangel vorherrschend auftreten kann. Die Definition des Eisenmangels ist eine reduzierte Transferinsättigung unter 20%. Die Erythrozyten erscheinen hyperchrom mikrozytär. Der absolute Eisenmangel hier ist ein Ferritin unter 30 gefordert. Bei nicht-inflammatorischen Situationen und einem Ferritin von über 30 ist davon auszugehen, dass ein ausreichender Eisenspeicher vorhanden ist. Und hier wieder die Situation, wie vorhin schon kurz erwähnt, Tumorpatient ist gleich inflammatorische Situation. Auch hier ist ein normales Ferritin von über 30 durchaus als Eisenmangel anzusehen. Hier wird verlangt sozusagen, dass bei nicht akuter Entzündung ein Ferritin von über 100 ein Nicht-Eisenmangel bedingt sozusagen. Der funktionelle Eisenmangel bedeutet eine normale bis erhöhte Ferritinspiegel. Nun, was ist das Therapieziel bei onkologischen Patienten mit Eisenmangel? Das Therapieziel ist die Korrektur der Anämie, dadurch die Reduktion der Transfusionsbedürftigkeit, die Verbesserung der erythropoietinstimulierenden Medikamente und deren Wirksamkeit und eine Verbesserung der Symptomkontrolle mit Verbesserung der Lebensqualität und Verbesserung der Fatigue-Symptomatik. Wie kann die Eisensubstitution erfolgen? Die Dosierung bei Tumorpatienten wurde speziell nicht gesondert überprüft. Es kann der entsprechende Eisenmangel einerseits berechnet werden. Es gibt aber allgemeine Empfehlungen von den Fachgesellschaften, dass beispielsweise 1000 Milligramm Eisen, Beispiel Eisencarboxymaltose, im Sinne von Ferincheck als einmalige Gabe gegeben werden kann. Danach soll in weiterer Folge natürlich die laborchemischen Kontrollen in gewissen Abständen auch durchgeführt werden. Nun noch ein paar Worte zur tumortherapieassoziierten Anämie. Diese tritt in über 50% der Patienten auf, ist oft abhängig einerseits von der Therapie, aber andererseits auch von der Tumorentität. Sehr häufig tritt eine tumortherapieassoziierte Anämie bei gynäkologischen Tumoren auf, insbesondere auch bei Tumoren des oberen Gastrointestinaltraktes, bei Lungenkarzinomen und bei hämatologischen Neoplasien. Hier ein Slide, eine Darstellung von verschiedenen, zum Teil veralterten Schemata, Chemotherapie-Schematas und der Häufigkeit und des Schweregrades einer tumortherapieassoziierten Anämie. Wir sehen hier, dass vor allem die Kombinationen aus Carboplatin plus Taxanen bei gynäkologischen Tumoren eine Grad 3, Grad 4 Anämie bedingen können, aber auch Schematas wie Volvox sehen wir doch in über 60%, dass es zumindest zu einer Grad 1 Anämie kommen kann. Wie sieht die Therapie bei tumortherapieassoziierten Anämien nach Ausschluss beispielsweise eines Substratmangels wie einer Eisenmangelanämie aus? Hier kommen die Erythropoietine zum Einsatz. Diese kennen wir bereits seit 30 Jahren, sind gut untersucht. Wir sehen hier aus den Anfängen der Erythropoietine den Nachweis der Wirksamkeit gegenüber Placebo, insbesondere der Wirksamkeit mit Anstieg der Hämoglobinwerte und damit auch Reduktion der Transfusionspflichtigkeit. Das Nebenwirkungsprofil ist ebenfalls gut untersucht und bekannt und wir können, denke ich, alle sehr gut damit umgehen. In weiteren Untersuchungen, und hier war, denke ich, lange auch ein Mythos allgegenwärtig, dass eine Stimulation mit Erythropoietin auch Tumorwachstum bedingen kann. Hier wurde 2012, also bereits auch schon fast vor 10 Jahren, eine Publikation veröffentlicht an Lungenkarzinomen,
wo gezeigt werden konnte, dass der Einsatz von Erythropoetinen keinen Einfluss, keinen negativen Einfluss auf das PFS oder das OS hat, weder bei kleinzelligen noch bei nicht kleinzelligen Karzinomen. Das heißt, Erythropoetin kann auch bei diesen Patienten problemlos eingesetzt werden. Es konnte aber auch gleichzeitig gezeigt werden, dass es zu einer deutlichen Reduktion der Transfusionsbedürftigkeit, Pflichtigkeit kommt, um über 50%, dass die Symptome deutlich reduziert und verbessert werden konnten und das auch postulierte erhöhte Thromboembolie-Risiko scheint in den verschiedensten Publikationen unklar zu sein, da wir insbesondere auch wissen, dass bei aktiven Tumorerkrankungen grundsätzlich das Thromboembolie-Risiko erhöht ist. Und ob jetzt durch die Therapie mit Erythropoetinen oder durch das Karzinom per se dies bedingt ist, ist hier schwer auseinanderzuhalten. Also die Thromboembolie-Risiko ist unklar. Es gibt hier aber die klaren Empfehlungen, dass beispielsweise bei einem Hämoglobinwert von über 11 die Stimulation beendet bzw. pausiert werden soll, da abhängig vom Hämoglobingehalt auch das Thromboembolie-Risiko steigt. Die Gabe von Erythrozytenkonzentraten ist eine sehr gute Möglichkeit, eine tumortherapieassoziierte Anämie zu beheben bzw. zu behandeln. Sie wirkt sehr rasch, sie wirkt sehr gut, 100%iges Ansprechen. Die Indikation sollte aber streng gestellt werden. Sie sollte nur bei schwer symptomatischer Anämie gegeben werden. Es sollten, und dies wird von den verschiedensten Fachgesellschaften auch empfohlen, es sollten möglich die Transfusionen reduziert und vermieden werden. Gründe dafür sind Auftreten von Infektionen, die Immunmodulation, das Thromboembolie-Risiko, das ebenfalls durch die Gabe von Erythrozytenkonzentraten erhöht sein soll, und auch die kardiale Dekompensation. Daher Transfusionen möglichst gering halten, möglichst vermeiden. Nun noch ein zweites Thema, Infektionen bzw. die febrile Neutropenie. Ich denke auch bei Patienten unter Chemotherapie, unter Chemoimmuntherapie immer wieder ein Thema, tritt vor allem nach Erstgabe in einer hohen Inzidenz auf bei entsprechenden Therapieschematas. Die Definition einer febrilen Neutropenie ist Fieber über 38,2 Grad Celsius oder Fieber über 38 Grad Celsius für eine Stunde oder zweimal Fieber im Abstand von 24 Stunden. Und die Neutrophilen zeigen eine Neutropenie mit einem CTC Grad 4, das heißt unter 500 pro Kubikmillimeter. Die Ursache für die febrile Neutropenie können Infekte sein. Es kann aber auch sein, dass kein Erreger nachgewiesen werden kann. Beim Erregernachweis handelt es sich meist um gram-positive Erreger in bis zu 70%. Die Mortalität einer febrilen Neutropenie ist bei gram-negativen Erreger 5% versus 18% bei gram-negativen Erregern, wohlgemerkt unbehandelt. Wir sehen hier auch eine ältere Publikation, die uns die Frühmortalität zeigt. Das heißt, im Vergleich, Patienten mit febriler Neutropenie haben eine signifikant höhere Frühmortalität gegenüber Patienten, die eben keine febrile Neutropenie aufweisen. Wir sehen auch mit dieser Darstellung, dass wir in ca. 10% der Mortalität rechnen müssen, unbehandelt, dass diese aber auch abhängig ist von den Komorbiditäten. Das heißt, bei keinen ernsten Komorbiditäten ist diese Mortalität deutlich geringer. Sobald eine Komorbidität auftritt, kommen wir auf die 10%. Und ernste Komorbidität hier wird genannt COPD, Diabetes mellitus und so weiter. Sobald wir mehr als eine ernste Komorbidität haben, steigt die Mortalität auf über 20%, also doch nicht unerheblich. Wie sieht die Prophylaxe aus? Diese kann entweder mit Medikamenten verabreicht werden, die eine kurze Halbwertszeit haben, wie
Grasdim und die Biosimilars Halbwertszeit von circa 3,5 Stunden, sollen frühestens 24 Stunden nach der Chemotherapie verabreicht werden. Dies muss entsprechend an mehreren Tagen verabreicht werden. Demgegenüber stehen die pegylierten Formen. Diese haben eine deutlich höhere Halbwertszeit von 15 bis 80 Stunden. Hier ist eine einmalige Anwendung ausreichend. Diese sollen 24 bis 72 Stunden nach Chemotherapie verabreicht werden, machen dann Sinn, wenn wir Chemotherapie-Schematas verabreichen, die ein Intervall von 14 Tagen oder mehr haben. Die anfänglichen oder die alten Studien, ebenfalls wieder Anfang der 90er Jahre, zeigten bereits, dass die Gabe von GCSF nicht die Neutropenie per se verhindert, aber die Zeitspanne bis zur Erholung oder Verbesserung der Neutropenie verkürzen kann. Wir sehen hier, dass wir oft den Nadir eine Woche, 8 Tage nach Chemotherapie erwarten können. Wir sehen hier, dass auch unter GCSF es zu einer Grad 4 Neutropenie kommt, diese aber gegenüber dem Placeboarm deutlich verkürzt erscheint, meist 3, 4 Tage gegenüber Placebo doch von 8 bis circa 16 Tage eine Neutropenie vorherrschen kann. Und mit der Zeitdauer ist natürlich das Risiko auch einer Bakteriämie, einer Sepsis deutlich erhöht und dadurch auch die beschriebene Mortalität zu erklären. Wie sehen Nebenwirkungen aus bei der GCSF-Prophylaxe? Auch hier denke ich, die Knochenschmerzen an erster Stelle mit einer Häufigkeit von 10 bis 30%. Die Therapie sind hier Schmerzmittel. Dadurch können die allermeisten Beschwerden gut therapiert und für den Patienten erträglich gestaltet werden. Die Gabe von GCSF kann die pulmonale Toxizität von Bleomycin verstärken. Darum ist beispielsweise beim ABVD-Schema eine Stimulation obsolet. Es kann zu einer Splenomegalie bei chronischem Einsatz von GCSF kommen. Und dann, und auch hier haben wir ein nicht geklärtes Bild, vielleicht durchaus auch zum Teil ein Mythos, das MDS-AML-Risiko durch die Gabe von GCSF. Hier gibt es mehrere Meta-Analysen, die durchgeführt wurden. Und hier gibt es Daten, die Studien, die gezeigt haben, dass durchaus das Risiko erhöht sein kann, wobei auch in dieser Studie beispielsweise genannt werden muss, dass es auch zu einer höheren Gesamtdosis der Chemotherapie gekommen ist. Aufgrund der Prophylaxe konnte mehr Chemotherapie verabreicht werden. Auch hier lässt sich dann spekulieren, bedingt dies auch ein höheres MDS-AML-Risiko. Eine andere Studie berichtete bei vergleichbarer Chemotherapie über keine signifikante Erhöhung des Risikos. Aber dies muss sicher auch kritisch gesehen werden. Aber grundsätzlich in der Behandlung, in der Vorbeugung der febrilen Neutropenie soll GCSF verabreicht werden. Nun, wann soll GCSF prophylaktisch gegeben werden? Insbesondere bei Chemotherapie-Schematas, die ein Risiko für eine febrile Neutropenie über 20% aufweisen. Es soll verabreicht werden bei Schematas mit einem Risiko von über 10 bis 20% plus Risikofaktor. Risikofaktoren sind beispielsweise das Alter über 65 Jahre, eine vorbestehende Neutropenie oder eine Knochenmarkskarzinose, ein schlechter AZ oder EZ, hier genannt ein ECOG von größer 2 oder ein erniedrigtes Albumin. Komorbiditäten wie beispielsweise bei Einschränkung der Leber- und Nierenfunktion, vorangegangene Chemo- oder Radiotherapien, insbesondere also bei Multi-Chemotherapie-Einsätzen, ist hier ein zunehmendes Risiko für febrile Neutropenie gegeben und bei chronischer Immunsuppression, insbesondere aufgrund einer HIV-Infektion. In Zeiten der Covid-Pandemie wurde auch diese Empfehlung von den Gesellschaften etwas nach unten
korrigiert unter Anführungszeichen. Es wurde hier die Empfehlung ausgesprochen, dass bereits die Primärprophylaxe bei Risiko für eine febrile Neutropenie von 10 bis 20% auch ohne Risikofaktoren verabreicht werden soll. Nun hier nur beispielhaft ein paar Entitäten und das entsprechende Risiko aufgelistet. Hier gibt es sehr gute Darstellungen, tabellarische Darstellungen im Internet herunterzuladen. Beispielsweise Mammakarzinom über 20% Risiko zeigt das Dose-Dense AC gefolgt von Paclitaxel, aber auch TCH, also mit Herceptin kombiniert, zeigt ein über 20%iges Risiko. Ich denke, dies gehen wir jetzt nicht im Detail durch. Beim Hodgkin-Lymphom, BRCOP eskaliert, hier ist es fix beim Schema natürlich dabei. Auch die hochdosierten und Multi-Chemotherapeutika beim Dose-Adjusted Epoch, ICE, DHAP, diese weisen ein sehr hohes Neutropenie-Risiko auf. Nun, was ist das Ziel der Prophylaxe? Einerseits die Senkung der febrilen Neutropenie und dies kann auch durch den entsprechenden Einsatz um ca. 50% erreicht werden. Es soll das infektionsbedingte oder die infektionsbedingte Mortalität reduziert werden. Es soll die Gesamtmortalität reduziert werden und es kann dadurch auch eine höhere Dosisdichte der Chemotherapie und damit ein vermeintliches besseres, gutes Ansprechen oder Wirksamkeit der Therapie erzielt werden. So, dies war's von meiner Seite. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Und jetzt gibt es Fragen oder kommt der zweite Vortrag? Ich denke, es wäre vernünftig, wenn wir das jetzt gleich diskutieren. Es gibt schon einige Fragen, weil die Themen doch sehr unterschiedlich sind. Ja. Also eine Frage wäre, warum werden bei Fatigue nicht auch die mitochondrialen Laborparameter erhoben und entsprechend berücksichtigt? Die mitochondrialen? Ja. Kann ich jetzt also nicht beantworten. Natürlich gibt es, denke ich, viele Faktoren, die man mit berücksichtigen kann. Ich kenne jetzt dazu die Publikation nicht, ob es da was dazu gibt. Aber ich denke schon, dass die Fatigue multifaktoriell ist und daher auch auf verschiedensten Ebenen dies natürlich auch berücksichtigt werden soll. Und wenn es hier Ansätze gibt, macht es natürlich Sinn. Ja. Zweite Frage, Eisengabe. Also Eisen allgemein wirkt proinflammatorisch. Ja, wobei auch dies ist einer dieser vielleicht auch Mythos, beziehungsweise allgemein wird es oder wurde es immer so postuliert. Auch vor 10 Jahren war es sehr verpönt, bei Tumorpatienten Eisen zu geben. Dies, denke ich, haben wir noch gelernt. Mittlerweile konnte dies nachgewiesen werden, dass dies nicht so sein soll. Es wird schon geraten, dass man beispielsweise bei kardiotoxischen Medikamenten mit der Eisensubstitution oder dass hier einen zeitlichen Abstand geben soll, dass man es hier zeitlich gestaffelt geben soll, weil auch hier ein negativer Einfluss gegeben sein soll. Aber hinsichtlich und es soll bei einer akuten Entzündung, das ist richtig, bei der akuten Inflammation soll Eisen nicht gegeben werden. Aber wenn die Inflammation das erhöhte Ferritin als Akutphaseprotein bedingt durch den Tumor, gibt es hier keine Einschränkungen mehr, dass hier nicht Eisen, wenn entsprechende Eisenmangel gegeben ist, dass hier Eisen nicht gegeben werden soll. Davon ist man also abgekommen. Ja, also in der Onkologie war immer die Angst, dass man den Tumor damit anheizt. Und genau. Ich glaube, die Daten sind inzwischen klar, man soll den Eisenmangel ausgleichen, weil er eben zu entsprechenden Verstärkungen von Fatigue und Allgemeinsymptomatik führt. Aber man soll es nicht unkritisch machen. Das sehe ich ja auch so. Man soll wirklich den Eisenmangel berechnen und ausgleichen, was benötigt wird, und nicht einfach sinnlos Eisen verabreichen.
ohne entsprechende Voranalysen durchzuführen. Jetzt gibt es noch eine Frage, wie steht es um die GCSF-Einsatz vor einer Chemotherapie? Wenn jemand da Leukopenie hat, also vor der Therapie. Das sollte man eigentlich nicht machen vor der Chemotherapie, weil wir dadurch natürlich auch die Toxizität oder die Belastung des Knochenmarkes noch einmal erhöhen durch die Stimulation der Neubildung im Knochenmark und der nachfolgenden Chemotherapie kommt es hier zu einer zunehmenden Belastung des Knochenmarkes. Das sollte nicht gemacht werden. Die Frage ist halt, wenn jemand kommt sozusagen zum nächsten Zyklus und eine entsprechende Neutropenie, Leukopenie aufweist, kann es hier zu Verschiebungen kommen. Und hier ist dann unter Umständen auch eine Stimulation erforderlich. Hier sollte dann, wenn es geht, aber durchaus auch ein paar Tage Zeit gelassen werden. Und hier sollte dann nach Chemotherapie die entsprechende wieder sozusagen Vorbeugung für den nächsten Therapiezyklus erfolgen. Also wenn es geht danach, um möglichst natürlich eine Therapiedichte zu erreichen, aber geben, um Chemotherapie zu geben, sollte man nicht. Wir reduzieren den Pool an Stammzellen und das wollen wir ja nicht. Genau. Also es ist besser, entweder zu postponieren die Therapie oder die Therapie durchzuführen und dann anschließend zu unterstützen. Genau. Dann haben wir mal die Fragen durch. Hand sehe ich keine. Gibt es Fragen bei uns? Wir haben ja auch ein Auditorium. Keine Fragen. Es ist für mich überraschend gewesen, den Unterschied zwischen dem, was der Doktor sieht und dem, was der Patient sieht in der Analyse. Obwohl das Fatigue eigentlich heraussticht. Ja, wobei nochmal, was nicht erfragt wurde bei den verschiedenen Symptomen, ist auch der Schweregrad. Insbesondere bei Schmerzen, da gibt es natürlich von bis, von leichten Schmerzen bis schweren Schmerzen. Und auch bei der Fatigue, denke ich, kann natürlich auch die Müdigkeit für die Patienten sehr, sehr belastend sein und sie das auch unter Fatigue, denke ich, auch postulieren, wobei Müdigkeit als alleiniges Symptom extra erfragt wurde. Aber es war für mich auch durchaus überraschend, dass das so ein Riesenthema ist. Aber wie gesagt, in der Literatur wird fast von 100% berichtet, was mich auch ein bisschen gewundert hat. Ich hätte mir jetzt das nicht so erwartet, aber ja, ich denke, es ist schon interessant, wo man sich durchaus auch überlegen muss, wie können wir als Behandler, wir können aber auch die niedergelassenen Kollegen, wo können wir den Patienten da noch mehr unterstützen, um das zu verbessern und damit auch die Leistungsfähigkeit und die Lebensqualität zu verbessern. Genau. Also wir hören es oft, aber wir überhören es leider zu oft, glaube ich. Ja. Das ist sicher etwas, das wir uns zu Herzen nehmen sollten. Sehr wichtiges Thema, ja. Jetzt zur fibrillen Neutropenie von meiner Seite her. Ich denke, man muss nochmal sagen, das ist ein onkologischer Notfall, die fibrille Neutropenie. Und man muss jetzt da auch eine Lanze brechen dafür, dass diese sofort einer Therapie zugeführt wird. Also fibrille Neutropenie bedeutet intravenöse Medikamente, also antibiotische Therapie unverzüglich. Genau. Das ist genau. Also ein wichtiger Punkt, wenn wir diese doch beträchtliche teilweise Mortalität von 10 oder noch mehr Prozent bei komorbiden Patienten sehen. Ja, genau. Onkologischer Notfall, hämatologischer Notfall kann man nur unterstreichen. Und auch die Wahl der antibiotischen Therapie, denke ich, gehört natürlich dann auch abgestimmt in einerseits vermutete Kathetersepsis oder je nach Lokalisation oder vermutete Eintrittspforte. Und das gehört, denke ich, in die Fachabteilungen. Und hier sind auch intravenös Breitband-Antibiotika-Kombinationen zu verabreichen. Das ist, denke ich,
draußen im niedergelassenen Bereich nicht möglich, das entsprechend zu betreiben. Ja. Wir wissen ja gerade bei Katheter-Sepsis ist es entscheidend, wie schnell der Patient die Antibiose angehängt bekommt. Hängt davon ab oder halt davon hängt ab, wie das Überleben ist. Ja, genau. Ja. Gerne, eine kurze Frage. Ja. Vorbestehende ESA-Therapie in akuten Infektsituationen pausieren oder kann man es weitergeben? Hast du nur gehört, Klaus? Die ESA-Therapie? In der akuten Infektsituation. Ja. Grundsätzlich kann man es weitergeben. Okay. Gut. Schauen wir mal durch. Gibt es weitere Fragen? Jetzt mal keine. Ja, Klaus, vielen, vielen Dank für den tollen Vortrag, für die schöne Zusammenfassung und für die Diskussion. Und dann werde ich in den zweiten Teil überleiten. Die Frau Jochum. Upsi, Deutsch. Genau, Ernährung bei Krebspatienten. Ebenfalls ein sehr wichtiges Thema. Es gibt kaum einen Patienten, der nicht fragt, wenn man ein Erstgespräch führt, ja, was kann ich denn tun? Kann ich was in der Ernährung umstellen? Habe ich falsche Ernährung betrieben? Ist der Krebs entstanden durch eine falsche Ernährung? Ich freue mich auf den Vortrag über Ernährung bei Krebspatienten. Bitte, Frau Jochum. So, ich freue mich, dass ich überhaupt über dieses Thema sprechen darf. Mein Name ist Fabienne Jochum und ich bin Diätologin am Landeskrankenhaus Feldkirch. Wenn es jetzt um die Ernährung in der Onkologie geht, sind eben meistens so die vorherrschenden Themen der Gewichtsverlust und die Mangelernährung. Kommt sicher auch daher, dass bereits bei der Diagnosestellung ein Großteil der Patienten einen tumorbedingten Gewichtsverlust zum Verzeichnen hat, ungefähr 30 bis knapp 90%. Und in 15% der Fällen der Patienten ist der Gewichtsverlust eigentlich schon ziemlich stark ausgeprägt bei der Diagnosestellung, nämlich über 10%. Und gerade Patienten mit so Kopf-Hals-Tumoren oder Esophagus-Karzinom, Pankreas- oder Magenkarzinome haben oftmals schon einen ganz ausgeprägten Gewichtsverlust. Was sind jetzt so die Ursachen für die Mangelernährung bzw. den Gewichtsverlust? Einerseits sicher die systemische Inflammation, wo es einfach zu einer Anorexie kommt. Die Patienten haben einen verminderten Appetit, schaffen nicht so viel zum Essen. Oftmals ist schon eben diese vorzeitige Sättigung da und der Geruchs- bzw. Geschmackssinn ist auch wieder verändert, was sich auch wieder negativ einfach auf den Appetit auswirkt. Andererseits auch Stoffwechselveränderungen, dass es einfach zu erhöhten Proteinverlusten kommt und eine Insulinresistenz. Sprich, wir haben im Prinzip eigentlich ein Ungleichgewicht. Einerseits essen uns die Patienten zu wenig, andererseits haben sie gerade einen erhöhten Bedarf an Eiweiß und somit kommt es dann meistens zu einem Gewichtsverlust und auch zu einem Abmuskel von der Muskelabnahme, von der Muskelmasse. Und was das Ganze meistens auch noch negativ beeinflusst wird, ist einfach durch die Therapie, sei es eben durch eine Übelkeit von der Chemotherapie oder durch eine Mukositis von der Bestrahlungstherapie, trägt eben meistens auch während der Therapie nochmal zum Gewichtsverlust bei. Und gerade so dieser Muskelabbau ist eigentlich so der Hauptaspekt von der krebsassoziierten Unterernährung. Es ist so dadurch, ist der Patient körperlich nicht mehr so leistungsfähig und beziehungsweise er verträgt die Therapie nicht so gut. Es kommt zur erhöhten Chemotherapie-Toxizität oder gegebenenfalls muss die Therapie unterbrochen werden. Oh, wenn eine Krebschirurgie erforderlich ist, kommt es hier oftmals zu erhöhten Komplikationsraten bei der Krebschirurgie, einfach wenn der Patient davor schon mangelernährt ist und oh, die Mortalität im Gesamten ist eigentlich erhöht. Nun, was sind denn so unsere Ziele der Ernährungstherapie in der Onkologie? Und da ist eigentlich ganz klar, wir wollen die Nahrungsaufnahme erhalten bzw. zu verbessern, um dann somit die tumorbedingten Stoffwechselveränderungen, allem voran eigentlich immer der erhöhte Eiweißbedarf, auszugleichen bzw. aber abzumildern, um damit dann die Muskelmasse zu erhalten, die sich dann auch prognoserelevant auswirken kann, sprich auch die Verträglichkeit der antitumoralen Therapien denn zu verbessern, wenn der Patient nicht schon durch diesen Gewichtsverlust einfach geschwächt ist.
und die Lebensqualität der Patienten eigentlich auch wieder positiv zu beeinflussen. Ganz entscheidend hierbei ist der richtige Zeitpunkt für die Ernährungstherapie. Wenn man sich das an der Klassifizierung der Tumorkachexie ansieht, ist es wirklich so, dass man schon bereits in der Phase der Präkachexie bzw. Kachexie an eine Ernährungstherapie denken sollte. Sprich, wenn der Gewichtsverlust eigentlich noch sehr gering ist. Und hier hat die Ernährungstherapie einfach das größte Potenzial. Es zielt eigentlich immer darauf ab, die Muskelmasse zu erhalten, um somit dann die Erkrankungsprognose positiv zu beeinflussen. Ganz klar, hier ist sicher auch ganz wichtig, dass so eine Physiotherapie dabei ist, dass man einfach auch da die Muskelmasse noch trainiert. Wenn man hingegen erst in der Phase der refraktären Kachexie an die Ernährungstherapie denkt, in dieser Phase ist es oftmals offensichtlich, dass der Patient der Ernährungstherapie benötigt, aber da ist die Zielsetzung weniger, dass sie die Erkrankungsprognose verbessern kann. Dort zieht es eigentlich nur noch mehr auf den Erhalt der Lebensqualität ab, wenn man in diesem Zeitraum eine Ernährungstherapie startet. Drum ganz wichtig, frühzeitig die Ernährungstherapie ins Boot holen. Ist oftmals natürlich nicht so einfach. Wie findet man die Patienten heraus, die Mangelernährungsrisiko haben und von einer Ernährungstherapie profitieren? Da wird von den Fachgesellschaften empfohlen, regelmäßige Screenings auf Mangelernährung durchzuführen. Der NRS 2002 wird von den Fachgesellschaften als valides Screening-Tool empfohlen, ist ja in vielen Kliniken schon ganz stark im Einsatz, ist so zusammengesetzt, dass zuerst ein Vorscreening ist. Hier wird zuerst der Body Mass Index vom Patienten erfragt, dann wie war der Gewichtsverlauf in den letzten 3 Monaten, war die Nahrungszufuhr in der vergangenen Woche vermindert und ist der Patient schwer erkrankt. Und sobald einer dieser Punkte eigentlich vom Vorscreening mit Ja beantwortet ist, geht es weiter zum Hauptscreening. Da wird nochmals genauer klassifiziert, wie stark ist der Gewichtsverlust, wie stark ist die Nahrungszufuhr eingeschränkt und es gibt auch noch Punkte für die Krankheitsschwere. Und ab einem NRS-Score von 3 sollte dann, also herrscht das Risiko für eine Mangelernährung vor und es sollte ein Ernährungsassessment bzw. ein detaillierter Ernährungsplan erstellt werden. Falls der Patient noch keine Mangelernährung aufweist laut dem Screening, ist es aber dennoch wichtig, dieses Screening wöchentlich oder in regelmäßigen Abständen zu wiederholen, da es natürlich innerhalb der Behandlung doch zu einer Mangelernährung kommen kann. Wie sollte denn nun so die Bedarfsberechnung dieser Patienten ausschauen? Beim Energiebedarf ist es eigentlich so, dass es sich der Energiebedarf gar nicht vom gesunden Menschen unterscheidet, sprich ein mobiler Patient ungefähr mit 30 Kilokalorien pro Kilogramm Körpergewicht, immobile Patienten mit 25 Kilokalorien pro Kilogramm Körpergewicht ist es zu berechnen. Eine besondere Herausforderung stellen oftmals die adipösen Patienten dar. Ab einem BMI von über 30 sollte man diese Energiebedarfsberechnung mit dem adaptierten Körpergewicht rechnen. Und gerade diese Patienten haben häufig mal ein sehr hohes Mangelernährungsrisiko, aber in der Praxis wird gerade diesen Patientengruppe oftmals übersehen und sie nehmen oftmals viel Muskelmasse ab, was sich dann wieder negativ auf die Verträglichkeit der Therapie auswirkt. Sprich, auch bei diesen Patienten sollte man immer gut im Auge haben, wie viel essen die Patienten, ist ihr Bedarf gedeckt. Was bei den Tumorpatienten aber erhöht ist, ist der Eiweißbedarf. Hier sollte ein Minimum von 1 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht gedeckt werden. Das Ziel sollte aber 1,2 bis 1,5 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht sein. Dies ist aber oftmals in der Praxis gar nicht so einfach, dies zu erreichen. Nun noch kurz zum Verhältnis von Fetten und Kohlenhydraten. Bei den Kohlenhydraten ist es so, eben aufgrund der Insulinresistenz ist die muskuläre Aufnahme und Oxidation der Glucose eingeschränkt. Sprich, man sollte sich hier eher auf das Fett fokussieren. Auch für den im Rahmen der gesunden Ernährung wird hier empfohlen, 35% der Energiezufuhr sollte aus dem Fett kommen.
Bei der Fettverwertung ist es so, dass die Fettverwertung normal bzw. gesteigert ist, einfach aufgrund des Tumorstoffwechsels. Und das kann man sich hier zunutze machen, sprich man sollte den Fokus in der Kalorienanreicherung auf das Fett setzen. Aus diätologischer Sicht ist das auch ganz gut vertretbar, denn durch eine hochkalorische Zubereitungsform bzw. Zugabe von Sahne oder Fetten und Ölen steigt der Kaloriengehalt der Speisen, aber das Volumen der Nahrung wird nicht erhöht, sprich die Portion bleibt für den Patienten klein und überschaubar. Wenn so große Portionen kommen, das stellt oftmals eine Überforderung für die Patienten dar und der Appetit ist dann schon gleich weg. Darum ist diese hochkalorische Kost eigentlich ganz gut, sie können die Patienten gut verwerten und es wird oftmals gut akzeptiert. Nun zu einem konkreten Patientenbeispiel. Das ist ein 71-jähriger Herr mit Larynx-CA unter Bestrahlungstherapie. Zum Zeitpunkt der Zuweisung hatte er ein Körpergewicht von gut 70 Kilogramm. Dies war stabil. Auch der Body Mass Index war im Normalgewichtsbereich. Der errechnete Energiebedarf ist bei knapp 1800 Kilokalorien. Der Eiweißbedarf bei knapp 86 Gramm Eiweiß. Folgende Probleme standen dann im Raum zum Zeitpunkt der Zuweisung. Der Patient hat eine zunehmende Dysphagie entwickelt. Es kam zum Verlust vom Geruchs- und Geschmackssinn. Dies beeinflusst mir den Appetit wieder negativ. Und auch hatte der Patient eine Obstipation, was sich auch immer negativ auf den Appetit auswirkt. Was müsste dieser Patient nun essen? Das sehen Sie hier. Beim Tag 1 mit diesem grünen Kasten, wenn man es genauer betrachtet, um auf seinen Eiweißbedarf zu kommen, sollte der Patient 3 Milchprodukte am Tag essen, hier eben in Form von Joghurt, dem Pudding und dem Käse und ganz wichtig auch am Mittag die Fleischportion, das Gulasch. Somit kommen wir gut auf den Eiweißbedarf dieses Patienten. Leider ist die Realität eher der zweite Tag, sprich die Patienten haben eine Aversion gegen Fleisch. Auch die Milchprodukte werden oftmals nicht mehr so gerne gegessen. Die Patienten beschreiben oft, dass es dadurch zu einem schleimigen, subjektiven Belag oder Gefühl im Mundraum kommt. Dann werden diese zwei Eiweißquellen weggelassen, sehen Sie hier, schaffen wir eigentlich nur noch die Hälfte des Eiweißbedarfs des Patienten. Und was man auch dazu sagen muss, die Patienten essen oftmals wesentlich kleinere Portionen. Meistens essen die Patienten nur halbe Portionen. Vielleicht dort essen sie dann auch nicht alles auf. Und sprich, hier sind wir schon mitten im diätologischen Handlungsfeld. Wir gehen mit dem Patienten durch, okay, wie können diese Portionen entweder hochkalorischer angereichert werden, beziehungsweise, dass man mit dem Patienten bespricht, okay, was sollte man bei der Lebensmittelauswahl beachten? Wie können wir die Lebensmittelauswahl doch noch auf eiweißhältigere Nahrungsmittel lenken? Was uns hier aber auch ganz stark hilft, sind eben die Trinknahrungen. Die Trinknahrungen sollten ergänzend zum Essen getrunken werden und nicht anstelle einer Mahlzeit. Gut oder beziehungsweise realistisch pro Tag sind 1 bis 2 dieser Flaschen pro Tag. Es hilft oftmals, dies auch selbst auszuprobieren, wenn man am Tag normal ist. Und mehr wie 2 Trinknahrungen, die dritte Trinknahrung wird dann wahrscheinlich schon wird man damit zu kämpfen haben, einfach, dass man auch weiß, okay, was empfiehlt man den Patienten, können eben ganz gut über die Krankenkasse verordnet werden. Diese werden auch bei einer Krebsdiagnose eigentlich so gut wie immer bewilligt. Bei der Auswahl der Trinknahrungen sollte man darauf achten, dass so ein Fläschchen ungefähr, wie Sie hier sehen, so 18 bis 20 Gramm Eiweiß enthält. Es gibt auch Trinknahrungen, welche vor allem Kohlenhydrate enthalten, zum Beispiel bei uns im Krankenhaus das Resource Fruit. Das ist aber nicht für die Krebspatienten konzipiert worden, das ist eher für das präoperative Carboloading entwickelt worden. Sprich, diese Trinknahrungen enthalten auch 3-mal so viel Kohlenhydrate wie Cola zum Beispiel. Also auch im Hinblick auf die Insulinresistenz, diese Trinknahrungen besser nicht über einen längerfristigen Zeitraum, wenn eben diese eher eiweißreicheren Trinknahrungen
Trinknahrungen bzw. milchigeren Trinknahrungen von den Patienten akzeptiert werden, sollten diese verordnet werden. Was findet man noch in der Leitlinie bzw. den Studien? Hier wird beschrieben, dass eben der Einsatz von den Trinknahrungen zu einer Steigerung der Energie- und Eiweißaufnahme führt und dass auch die Lebensqualität der Patienten dadurch wieder positiv beeinflusst wird. Für welche Zielgruppe reicht es nicht nur, eine Trinknahrungsverordnung auszustellen? Welche sollten wirklich zur Ernährungsberatung kommen? Das sind ganz klar Patienten mit Gewichtsverlust, Patienten, die einen negativen Appetit beschreiben oder auch schon eine eingeschränkte Lebensmittelauswahl haben, wenn sie berichten, dass sie eine Aversion gegen Fleisch haben. Hier kommt es oftmals zu einem metallischen Geschmack, zu Geschmacksveränderungen oder wenn auch die Milchprodukte weggelassen werden. Diese Patienten könnten wir so im Rahmen der Ernährungsberatung gut betreuen und ganz klar auch Tumore mit hohem Mangelernährungsrisiko. Und wenn man sich dies so anschaut, die sind eben auch, wie schon eingangs erwähnt, die Upper GI-Tumore, gerade wenn noch eine Operation geplant ist, sollten diese nicht schon mangelernährt in die Operation hineinkommen, da oftmals dann die postoperativen Komplikationen erhöht sind oder Patienten mit Kopf-Hals-Tumoren allein schon aufgrund der Dysphagie oftmals oder Patienten mit Lungen-CA sind auch ganz oft von einer Mangelernährung betroffen. Nun möchte man den Patienten natürlich diese Ernährungsberatungen anbieten, aber oftmals haben wir in der Praxis bemerkt, kommt es zu Imageproblemen von diesen Beratungen. In den Köpfen der Patienten ist oftmals noch verankert, das ist eigentlich nur für die Gewichtsreduktion, es geht nur um gesunde Ernährung, man muss sich an eine strenge Diät halten, es gibt Verbote, es gibt Verzichte. Und zusätzliches Problem oftmals beim Essen, dass die Freude am Essen verloren geht. Ernährung wird dann eher so zur Belastung, zur Quälerei, es wird als Zwang angesehen. Und ein anderer Aspekt noch, oftmals ist zu Beginn auch die Freude über den Gewichtsverlust vorhanden. Viele Patienten haben ihr Leben lang mit ihrem Gewicht gekämpft und nun geht es relativ einfach, dass sie das Gewicht abnehmen können. Und hier, egal welche Punkte auf den Patienten zutreffen, ist ganz wichtig die Aufklärung, dass die Patienten wissen, okay, was kann ich von einer solchen Ernährungsberatung erwarten, nämlich dass die Ernährungsberatung oder die richtige Ernährung dazu beitragen soll, dass der Körper gestärkt wird, dass ich fit für die antitumorale Therapie bin, dass ich die Therapie besser vertrage und auch, dass die Patienten wissen, okay, es werden konkrete Lebensmittelbeispiele besprochen, was sollten sie essen und auch bei Nebenwirkungen wie zum Beispiel Übelkeit, Appetitlosigkeit, was kann man hier von der Ernährungsseite noch machen. Hier eben nochmals genauer aufgelistet die Inhalte der Ernährungsberatung. Es wird eben ganz wichtig mit dem Patienten besprochen, wie sollte eine bedarfsdeckende, eine ausgewogene Ernährung ausschauen. Und ganz wichtig, dass sie keine einseitigen Diäten machen oder Krebsdiäten machen. Oftmals herrscht so die Vorstellung vor, ich mache eine Krebsdiät und hungere meinen Krebs aus. Das ist natürlich ein sehr verständnisvolle Idee, aber ganz wichtig, dass man den Patienten mit auf den Weg gibt. Damit schädigen sie sich nur selber. Es kommt, wird einfach die Mangelernährung verstärkt und dass sie wissen, okay, am besten ist es, wenn ich eine bedarfsdeckende Ernährung habe und nicht durch eine Krebsdiät eigentlich meinen Körper aushungere anstelle des Krebses. Hier eben ganz wichtig, dass man auch die konkreten Lebensmittel mit dem Patienten bespricht, gerade auch die eiweißhaltigen Lebensmittel. Oftmals, wenn das Fleisch nicht mehr gerne gegessen wird, welche Alternativen haben wir von den Lebensmitteln her? Hier eben auch findet man schon ganz viel in den Supermärkten, sind diese Milchprodukte mit High Protein. Oftmals hat so ein High Protein Joghurt dann auch 20 Gramm Eiweiß wie die Trinknahrungen. Das ist auch mal eine gute Abwechslung zu den Trinknahrungen. Wird von den Patienten oft ganz gern genommen. Diese Produkte sind eigentlich für die Sportler entwickelt worden, aber gerade auch für die Krebspatienten ganz wertvoll. Dann ansonsten wird auch noch besprochen, okay, wie kann ich mein Essen energiereicher gestalten, sprich durch die Zugabe von Fetten, von Ölen, von Sahne,
von Nussmus zum Beispiel oder auch noch Eiweißanreicherungen, auch in Form von Eiweißpulvern. Also ein wichtiger Punkt auch in der Ernährungsberatung, der Einsatz der Trinknahrungen. Wir besprechen mit den Patienten auch die Hintergründe der Trinknahrung, für was ist die Trinknahrung gut. Da konnten wir auch bemerken, dass die Akzeptanz für die Trinknahrung steigen, wenn die Patienten die genauen Hintergründe kennen. Und auch wird mit den Patienten besprochen, wie können sie die geschmacklich etwas variieren. Zum Beispiel kann ich die Trinknahrung in den Kaffee geben, über ein Eis geben oder in einen Naturjoghurt einrühren. Dann sind die nicht mehr so wahnsinnig süß, wie sie doch oft schon sind. Und der letzte Punkt ist ganz individuell, eben das Eingehen auf die therapiebedingten Nebenwirkungen, sei es die Übelkeit oder bei der Mukositis, wie kann die Speisen bzw. die Lebensmittelauswahl milder gestaltet werden oder bei einer Dysphagie auch immer eine Aufgabe, wie kann ich trotz zum Beispiel einer pürierten Kost meinen Eiweiß- und Energiebedarf gut abdecken. Was gibt es so für Angebote in Vorarlberg für die Ernährungsberatung? Einerseits die Diätologen in den jeweiligen Landeskrankenhäusern. Hier ist das Angebot für die stationären Patienten recht unkompliziert mittels einer Zuweisung. Bei uns im Landeskrankenhaus Velcher ist es für die ambulanten Patienten aktuell noch etwas schwieriger. Aber hier starten wir im Herbst. Können wir unser Beratungsangebot erweitern auf Patienten, die wirklich kontinuierlich im Krankenhaus in Therapie sind. Da können wir diesen Patienten eben schon frühzeitig eine Ernährungsberatung anbieten, dass es einfach auch wieder im Hinblick auf den Erhalt der Muskelmasse sich besser auch auf die Prognose auswirkt. Bei uns in Velcher werden dies vor allem für die Patienten der HNO und der Strahlentherapie sein. Auf der internen Ebene in Rankweil gibt es ein ähnliches Projekt mit den Diätologinnen, die sich eben auch speziell für die Patienten der internen Ebene diese Ernährungsberatungen auch ab Herbst anbieten werden können. Und da freuen wir uns auch schon sehr drauf. Die anderen zwei, das AKS bzw. die freiberuflichen Kolleginnen, sind auch immer eine Möglichkeit. Beim AKS übernimmt die Krebshilfe die Kosten. Jedoch ist hier ganz entscheidend, diese Kolleginnen brauchen etwa einen Arztbrief oder irgendwie eine Zuweisung, wo die Diagnose bzw. die aktuelle Therapie draufsteht, dass sie einfach eine zielgerichtete Ernährungsberatung machen können. Freiberufliche Kolleginnen sind ebenfalls eine Möglichkeit, jedoch muss man hier dazu sagen, die Patienten müssen dies leider selbst bezahlen, weil wir keinen Vertrag mit der Krankenkasse haben. Und noch zu guter Letzt, mein letzter Punkt, wo liegen die Grenzen der Ernährungsberatung? Wir können mit den Patienten eben die Adaption der oralen Kost besprechen, sie zu den Trinknahrungen motivieren. Laut Leitlinie ist dann, wenn die Patienten eine Woche unter 50% der Energiezufuhr noch schaffen, beziehungsweise länger wie eine Woche nicht mehr wie 50-75% der Energiezufuhr erreichen, sollte in eine künstliche Ernährung gedacht werden. Dies ist natürlich in der Praxis oft mal ganz schwierig auch abzuwiegen, gerade bei palliativen Patienten, die auch nach Lebenserwartungen, wenn so die Lebenserwartungen im Rahmen von 1 bis 3 Monaten liegt, muss man sich schon gut überlegen, steht sich der Aufwand dieser künstlichen Ernährung dafür oder wird der Patient dadurch nur noch mehr belastet. Aber im kurativen Setting profitieren die Patienten auf jeden Fall von einer frühzeitigen künstlichen Ernährung, dass man nicht zu lange zuwartet noch, wie zum Beispiel beim Patientenbeispiel von vorhin. Wir haben diese erste 2 Stufen mit Trinknahrungen und Anreicherungen des Essens gut ausgenutzt. Der Patient hat dann zusätzlich eine Mukositis entwickelt, sprich es wurde dann kurzfristig eine nächtliche parenterale Ernährung angehängt, um dann schlussendlich, da es doch ein längerfristiges Problem war, diesen Patienten zu ernähren, hat man eine PEG-Sonde gesetzt. Er wurde dann schlussendlich mit 3 Beutel Sondennahrungen vollständig enteral ernährt und hat noch wenige Bissen oral dazu gegessen. Prinzipiell laut den Leitlinien sollte eigentlich immer enteral vor parenteral gehen, ist aber eben oftmals in der Praxis ganz schwierig, dann den Patienten als allererstes so diese Nasogastralsonde zu setzen. Da tendiert man vielleicht doch eher zur parenteralen Ernährung.
dass sich das aber auszahlt, wenn man auch nicht zu lange zuwartet mit dieser künstlichen Ernährung, sieht man eben bei diesem Patientenbeispiel ganz gut von vorhin, wenn man sich hier das Körpergewicht anschaut, zu Beginn der Erkrankung mit gut 70 Kilo und am Ende der Behandlung auch noch bei knapp 70 Kilogramm, ist dies schon mal ein Erfolg. Und dann hier zusätzlich noch die Muskelmasse ist eigentlich auch bis auf einen Verlust von 1,2 Kilo relativ stabil geblieben. Und dies wäre so das Ziel aus ernährungstherapeutischer Sicht, dass dass die Muskelmasse stabil bleibt und es da nicht zu einem zu großen Abfall kommt, was sich dann wieder negativ auf den Krankheitsverlauf auswirken könnte. Dies war es von meiner Seite. Ich hoffe, ich konnte Ihnen einen praxisrelevanten Überblick geben und bedanke mich für die Aufmerksamkeit. Herzlichen Dank. Sehr schöner Vortrag. Zur Diskussion. Wir wissen, der Ernährungszustand und Allgemeinzustand sind wichtig in der Beurteilung von Krebspatienten, ob sie für Therapien in Frage kommen oder nicht. Und dementsprechend ist es wichtig, den Ernährungszustand entsprechend zu erhalten. Und was mich, für mich die wichtigste Botschaft ist, wir müssen screenen. Wir müssen also die Patienten überwachen und sie frühzeitig entsprechend einer Beratung und Intervention zuführen, damit sie eben nicht in diese letzte kritische Phase abtauchen, wo wir dann sagen, naja, da ist so schlecht beieinander, da können wir nichts mehr machen. Aus onkologischer Sicht. Das heißt, wir freuen uns auf die Zusammenarbeit und auf das Screening-Programm, das wir im Herbst starten werden. Mhm. Und ich sehe inzwischen ein paar Fragen. Diese TKTL1-Diät oder die Bestimmung von TKTL1, was du Ihnen das was sagt, macht sowas Sinn, um sozusagen eine endogene Insulinresistenz zu bestimmen oder abzugreifen? Also ich muss jetzt ganz ehrlich sagen, mir sagt es leider nichts, diese Diät. Ja, also das ist eine Transketonase-like-Gen, das man sozusagen bestimmen kann, um die ketogene Ernährung sozusagen zu evaluieren bei den Patienten. Macht sie sowas? Macht sowas Sinn? Ganz prinzipiell die ketogene Ernährung bei den Krebspatienten, also meistens kommen die Patienten durch die Ernährung nicht so in die Ketose, dass man da irgendwie einen positiven Effekt hätte. Es ist eher so, wenn man wirklich diese ketogene Diät, dass man in die Ketose kommt, ist so streng, dass es eigentlich fast nicht möglich ist. Sprich, die Patienten halten das ohne über einen längeren Zeitraum durch und sind dann eher noch mehr in der Mangelernährung. Ja. Milch und Tumorzellen, Milch und Tumorproliferation, gibt es da irgendwelche Daten, dass man sagt, man soll keine Milchprodukte nehmen, weil das die Tumorzellen sozusagen zum Wachstum animiert und kontraproduktiv wäre? Ja, das geht mit der Milch, das geht da oftmals so herum, dass die Patienten die Milch meiden oder dass es so das vorherrscht, dass das verschleimt. Wenn da recherchiert in der Literatur, aber da gibt es eigentlich nichts, dass die Milch da irgendetwas verstärkt oder dass die Milch gemieden werden sollte. Gerade vor allem, wenn die Patienten dann stark auf die ganzen Milchprodukte verzichten, dann fehlt uns einfach ganz viele Eiweißquellen. Gerade wenn man denkt, okay, sie mögen auch kein Fleisch essen und wenn dann nur die Milch wegfällt, haben wir da ein weitaus größeres Problem denn. Wie schaut es mit Vitaminen aus? Ja, bei den Vitaminen ist so, prinzipiell haben sie eigentlich die gleichen, also während der Therapie eigentlich die gleichen, wie soll ich sagen, der gleiche Bedarf, wie wenn man jetzt keinen Krebs hat. Was eher das Problem ist, wenn die Patienten nur so ganz kleine Essensmengen haben, dann schaffen die auch nicht ihre Vitamine, Mineralstoffe abzudecken. Sprich, hier ist sicher gut, wenn man sonst so Multivitamin, Multinährstoffpräparate zugibt, dass sie da einfach von der Seite auch gut versorgt sind.
Was man sich auf keinen Fall machen sollte, dass Sie irgendwelche hochdosierten Antioxidantien oder Monopräparate nehmen. Das wird in den Leitlinien ganz klar gesagt, dass das eventuell oder den Therapien schaden könnte. Das heißt, Stichwort Selen. Ja, halt, aber alles nicht im Übermaß. Was man eher nur so hört, ist so Vitamin D, dass man da schauen kann. Genau. Das ist schon ein typischer Mangel in Mittel- und Nordeuropa, nicht? Ja. Gut, gibt es noch Fragen von uns? Ja, also dieser Fragentool oder Klärung, hat jemand sozusagen oder hat jemand ein Risiko für eine Mangelernährung, das sollte man eigentlich regelmäßig durchführen, oder? Das heißt, einmal pro Monat oder wie oft würdet ihr das empfehlen? Ja, da muss ich immer unterscheiden, sind die Patienten stationär oder sind sie ambulant? Theoretisch im stationären Setting wäre eigentlich die Empfehlung wöchentlich, wobei das sicher zeittechnisch schwierig durchzuführen ist, dass man da sagt, okay, vielleicht zweiwöchentlich, dass man das Screening durchführt. Und ansonsten im Ambulanzbesuch, auch je nachdem, wie regelmäßig die Patienten kommen, aber auch so zweiwöchentlich wäre sicher gut, rein auch vor der Praxis her, dass man da schon den Gewichtsverlust eigentlich frühzeitig bemerkt. Ja, es gibt einige Kliniken, die das fix implementiert haben. Sozusagen im Aufnahmegespräch von der Schwester wird sozusagen auch der Ernährungszustand und die Ernährungsgewohnheit mit abgefragt und dementsprechend frühzeitig eine Beratung vereinbart, um eben dem vorzubeugen. Das wäre so das Optimalste, wenn zum Beispiel die Patienten ab einem NAS-Score von 3 direkt an die Diätologie zugewiesen werden, dass da eben niemand eigentlich durch den Rost fällt. Ja. Da sind wir 3 so EDV-technisch noch etwas schwierig, sollte natürlich im besten Fall dieser NAS-Score schon gleich in das MPA implementiert werden, dass man da keine Zettelwirtschaft oder sowas hat. Das wäre optimal, ja genau. Dann kann es auch leichter abgefragt werden als sonst und entsprechend auch dokumentiert werden. Das ist ja auch ein wichtiger Punkt. Ja, sehr schön. Gibt es noch Fragen von unserer Seite? Auditorium gibt es nicht. Ja, dann vielleicht noch als Abschlussfrage. Wie schaut es aus mit diesen unterstützenden, wie soll ich sagen, Nahrungsergänzungsmittel, die überall probiert werden, brauchen Krebspatienten solche Nahrungsergänzungsmittel, die sind jetzt da jetzt nicht vorkommen, mit den verschiedenen Ingredienzien, die von Antioxidantien über Vitamine, über sonst irgendwelche Füllstoffe da beinhalten. Gibt es dazu Daten oder beziehungsweise offizielle Empfehlungen? Na, also eigentlich ist wirklich nur die offizielle Empfehlung wirklich das Multivitamin, Multinährstoffpräparat, aber jetzt nichts dezidiert, wo man sagt, okay, wenn die Patienten irgendein Supplement nehmen, das dessen Effekt hätte, da gibt es einfach auch keine Daten dafür, ja. Das größte Problem ist halt oft der Appetit, oder? Die haben wenig Appetit und oft Aversionen und Geschmacksstörungen. Das macht es, glaube ich, deutlich schwerer für die Patienten, sich normal zu ernähren. Ne? Ja, vom Appetit her, es ist ja oft was ganz schwierig nachvollziehen, dass sie wirklich so keinen Appetit haben, die Patienten. Da wären sie sehr dankbar, wenn es da irgendwie was geben würde, dass sie da mehr Appetit bekommen. Aber das ist halt auch sehr schwierig, dass man da auch medikamentös oder sowas. Ja, diätetisch gegen die Übelkeit zu wirken, das funktioniert. Es gibt ja einige Ernährungs- oder einige Nahrstoffe, die ja ganz gut gegen, also der Übelkeit entgegenwirken, aber Appetit anregend ist schwierig, ja. Schwierig, ja. Man probiert es mit Bitterstoffen so vor der Ernährung her, aber es ist halt alles
sehr geringe Effekte jetzt mal, ja. Ja. Okay. Ja, vielen, vielen Dank für den tollen Vortrag und für die Diskussion. Ich darf mich bei inzwischen 60 Teilnehmern bedanken fürs Zuhören und Teilnehmen. Wir bedanken uns bei der Firma Sandeau für die tatkräftige Unterstützung und natürlich bei Herrn Preuß für die Unterstützung durch die Übertragung und die Organisation. Und ich darf für die nächste HR-Treat-Serie schon Werbung machen, die ist in 2 Wochen, also am 1. Juni, mit 2 Referenten, mit dem Professor Abora aus Graz, Dermatologe, über das hereditäre Angioödem und den Dozent Willenbacher von Innsbruck mit den RWE-Daten zu Isatuximab. Also somit bleibt mir nochmals allen zu danken und freue mich, dass so viele Teilnehmer immer dabei sind und darf Sie vielleicht in 2 Wochen wieder begrüßen. Schönen Abend. Danke.